Hallo, wir sind wieder auf meinem Boden vor meinem kleinen, aber feinen Subregal. Klein, aber fein, weil wir ja vor zwei Videos, zwei Wochen oder drei, meinen Sub komplett radikal aussortiert haben. Und ich dachte mir, warum machen wir nicht mal ein Video darüber, welche Bücher jetzt überhaupt noch auf meinem Sub sind? Ich habe in der Zwischenzeit natürlich auch wieder neue Bücher gekauft. Das will ich ja gar nicht einstellen komplett, aber ich möchte einfach mehr mit Bedacht das Ganze irgendwie angehen. Deswegen, ich habe hier, oh, jetzt liegt das natürlich wieder da ganz unten. Ich habe aufgeschrieben, wie viele Bücher ich aktuell auf dem Sub habe. Es müssten aktuell 38 sein. Ich habe, wie gesagt, auch Bücher gekauft, aber ich habe auch schon welche offensichtlich beendet. Und deswegen machen wir heute ein Video über meinen Sub. Ich zeige euch alle Bücher. Ich werde wahrscheinlich nicht so viel zu den Büchern sagen, weil es sind ja dann doch 31 Stück. Nee, 38 Stück. Und ihr könnt mir sehr gerne in die Kommentare schreiben, welche Bücher bei euch auch auf dem Sub liegen, welche ihr auch noch zu Hause rumliegen habt. Generell, wie viele ihr habt. Ich habe ja, wie gesagt, in meinem Sub-Video gesagt, dass ich es gar nicht schlimm finde, offensichtlich, wenn jemand irgendwie total viele Bücher auf dem Sub hat. Mir persönlich ist jetzt gerade aber so bewusst geworden, für mich ist jetzt irgendwie so der Schnitt so 30 bis 39 Bücher, sage ich jetzt mal, sind für mich vom Gefühl her einfach, würde ich behaupten, richtig, weil ich nicht das Gefühl habe, ich müsste, weil ich ja nicht so viel im Jahr lese, irgendwie 10 Jahre brauchen, um halt eben diesen Stapel erstmal weggelesen zu haben. Ich weiß nicht, ob man versteht, was ich meine. Egal, lange Rede, kurzer Sinn. Schreibt gerne in die Kommentare, welche Bücher bei euch auf dem Sub liegen. Bitte keine Spoiler und wie viele Bücher habt ihr generell auf dem Sub? Ich freue mich auf eure Kommentare. Würde sagen, wir starten. Tatsächlich liegt hier noch mein Currently Listen. Und zwar bin ich jetzt ungefähr bei, boah, lasst mich nicht lügen, prozentual 70% von Two Lives to Rise von Christina Monninger. Das ist der zweite Teil dieser, ja, wie heißt die eigentlich? Breaking Waves-Reihe. Ja, ich denke, Breaking Waves-Reihe heißt sie. Und das ist Teil 2. Und ich finde die Cover natürlich auch wieder wunderschön. Und wie es mir gefällt, werdet ihr vermutlich im Lesemonat April rausfinden, weil ich bin, wie gesagt, ja schon fast fertig. Dann starten wir von unten. Und zwar wollte ich dieses Buch eigentlich aussortieren, aber ich habe mich jetzt doch dagegen entschieden, weil ich mir denke, okay, ein paar von diesen gehypten TikTok-Büchern will ich eigentlich schon gerne lesen, aber ich will sie halt, oder beziehungsweise muss ich die Bücher behalten, wo ich weiß, okay, ich möchte die nicht wegen dem Hype lesen, sondern weil sie mir durch den Hype, sag ich mal, angezeigt worden sind und ich mir denke, boah, das hört sich eigentlich richtig gut an. Deswegen ist doch geblieben von Hannah Witten für den Wolf. Halt auch mit diesem Farbschnitt, der eigentlich jetzt nicht so berauschend ist, to be honest. Das gleiche galt für Once Upon a Broken Heart. Ich wollte es eigentlich aussortieren, aber ich fand ja zum Beispiel auch Caraval nicht so gut. Deswegen dachte ich mir auch so, oh, der Hype und so weiter. Aber ich habe mich jetzt doch dagegen entschieden, weil man kann diese Reihe oder diesen, ich glaube, es sind zwei oder das ist eine Trilogie. Man kann die auch unabhängig von Caraval lesen. Und alle sagen, diese Reihe ist noch viel besser als Caraval, auch wenn es im gleichen Universum spielt. Aber irgendwie soll es besser sein. Bin sehr gespannt. Ich hoffe, das gefällt mir besser als Caraval, weil das fand ich echt so, geht so. Und dann habe ich hier noch liegen The Marmalade Diaries von Ben Aitken. Das habe ich damals gekauft, weil es mich so ein bisschen an meine Oma erinnert hat. Und erst dachte ich mir, weil es halt auch so den Bezug zu Corona hat, weil es in der Corona-Zeit spielt. Das ist, glaube ich, so ein bisschen auch autobiografisch, würde ich behaupten. Denn der Autor Ben Aitken ist wirklich zu einer älteren Dame in Corona-Zeiten gezogen. Und ich dachte mir so, Corona, so. Ich bin froh, dass der Bums jetzt ansatzweise vorbei ist, aber. Ich glaube, wir sind eher alle traumatisiert von Corona, ja. Aber trotzdem, es hat mich so sehr an meine Oma erinnert, deswegen habe ich es doch nochmal behalten, auch wenn ich mir. Ja, vielleicht muss ich noch ein bisschen warten, wenn ich mir unsicher bin. Auch wenn ich mir unsicher bin, wann ich es lesen werde, bin ich der Überzeugung, dass ich es lesen werde. Wir gehen jetzt noch ganz schnell die englischen Bücher durch, weil ich ja erst vor kurzem angefangen habe, englische Bücher zu lesen. Und schon, wie viele habe ich hier angesammelt? Fünf. Sechs. Sechs. Zehn muss auch gelernt sein. Dieses Buch habe ich mir gekauft, weil ich den deutschen Farbschnitt unfassbar hässlich finde und eigentlich sehr gerne die Geschichte direkt erfahren möchte. Jetzt habe ich es hier, habe es natürlich noch nicht angefangen. Es geht um Powerless von Lauren Roberts. Dann von der Autorin, die auch The Housemaid geschrieben hat, und zwar Freida McFadden, habe ich Never Lie gekauft. Das hört sich sehr gut an. Ist, ich glaube, alles von ihr, außer dieser The Housemaid-Situation, sind Einzelbände. Müsste eigentlich sein. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wie das sein wird. Daughter of the Pirate King wollte ich mir eigentlich auf Deutsch erst kaufen und
habe mich dann aber doch fürs Englische entschieden, weil es ein Jugendbuch sein soll und ich auch mal in Jugendfantasy meine ja, Zehen im Englischen rein tauchen möchte. Und ich eigentlich fand, dass das ein sehr guter Einstieg vielleicht ist. Weiß ich ja noch nicht, aber ich vermute. Bunny von Mona Award. Da habe ich schon total lange überlegt, das auf Englisch, nee, auf Deutsch zu kaufen. Aber es kostet auf Deutsch 26 Euro und im Englischen habe ich, glaube ich, 9 Euro dafür bezahlt. Also. Dann ganz frisch eingezogen, Spoiler für die Neuzugänge, ist My Roommate is a Vampire von Jenna Levine. Bin sehr gespannt, wie das sein wird. Hört sich auf jeden Fall sehr süß an. Das ist eine Rom-Com mit ein bisschen offensichtlich Fantasy-Aspekt. Und dann noch ein Young YA, also Young Adult Buch. Und zwar von Lynn Painter, Better Than the Movies. Ich habe gesehen, davon gibt es noch einen zweiten Teil aus seiner Sicht. Aber irgendwie finde ich das immer hart unnötig. Aber naja, es existiert halt. Aber ich habe die, ich denke mal, den ersten Teil. Es folgen TikTok-Hype-Bücher und zwar einmal Divine Rivals. Da wollte ich eigentlich die deutsche Ausgabe nicht kaufen, weil ich finde den Farbschnitt echt jetzt nicht so geil. Also irgendwie, was interessieren mich diese Bücher, Briefe da drauf? Finde jetzt nicht so berauschend. Hätte eigentlich warten können, bis es dann diesen Teil als... Ach süß, mit dem Brief hier drin. Ach ja. Hätte natürlich auch warten können, bis es das ohne Farbschnitt gibt. Und ich habe auch erst überlegt, aber dann hat mich dann diese Kaufsucht doch gepackt. Sagen wir mal, wie es ist. Aber gelesen wird es trotzdem und ich bin ja, sehr gespannt, wie es sein wird, weil ja alle dieses Buch hypen. Deswegen TikTok-Hype Nummer 1. TikTok-Hype Nummer 2 ist die The Darkest Gold-Reihe. Und zwar habe ich hier den vierten Teil Die Kämpferin. Die Bücher werden ja immer fetter, aber ich habe das Gefühl, sie werden auch inhaltlich immer besser. Auch wenn sie etwas zu langatmig immer sind. Aber das ist Teil 4. Teil 5 kommt auch jetzt irgendwann und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Mir hat das Ende von Teil 3 ja richtig gut gefallen. Auch wenn ich fand, dass man da hätte schneller hinkommen können. Aber egal, bin gespannt, wie dieses Buch sein wird. TikTok-Hype Nummer 3 und 4. Ich weiß, man entkommt dem Ganzen nicht. Ist einmal von Bridget Camera, Trotze der Nacht. Da habe ich nämlich gehört, dass das eine sehr, sehr tolle Dreiecksgeschichte ist. Und ich bin immer ready für eine gute Dreiecksbeziehung. Deswegen habe ich mir das gekauft. Habe offensichtlich noch nicht den zweiten oder auch den, soll es ein dritten Teil sein, keine Ahnung. Hier aber der erste, zumindest schon mal. The Bridge Kingdom. Ich habe jetzt gehört oder gelesen, dass gar nicht klar ist, ob der dritte Teil, ob Piper da irgendwie die Rechte für bekommt. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wenn ihr da mehr zu wisst. Das wäre, wisst... Nicht Mist. Das wäre ja ziemlich dämlich. Naja. Und dann finden wir tatsächlich ein New Edit Buch auf meinem Sub. Und zwar In Case We Trust von Tessa Thiagvard, würde ich jetzt mal behaupten. Das hatte mich so krass an Suits erinnert, wollte ich gerade sagen. Das hat mich so krass an Suits, die Serie, erinnert. Und ich fand die nicht schlecht. Ich habe sie nicht komplett geguckt. Ich habe immer mal mit reingeschaut, weil mein Freund die immer geguckt hat. Und bin jetzt ja nicht so die New Edit Mausi. Aber hier und da, zum Beispiel mit... dieser Reihe hier. Die finde ich ja auch gar nicht so schlecht. Und hier, wie gesagt, habe ich auch immer so das Gefühl, es wird nicht so kacke. Deswegen drücken wir mal die Daumen. Ein Buch, was ich auch schon länger hier liegen habe, wo ich auch eigentlich recht sicher bin, dass mir das gefallen wird. Aber irgendwie, ich weiß nicht, warum ich nie dazu greife. Aber ist dann natürlich die Aussortieraktion überlebt. Einfach nur, weil ich immer noch sehr, sehr, ja... neugierig bin, was diese Geschichte mir zu erzählen hat. Und zwar handelt es sich um Diane Satterfield, Was der Fluss erzählt. Es sieht so süß aus. Dann haben wir ein Buch über das Thema Rassismus von Kylie Reed. Und zwar geht es um Such a Fun Age. War sogar für den Booker Prize nominiert. Ich bin sehr gespannt. Ich wollte es schon super lange haben und habe es dann als Mängelexemplar in einem modernen Antiquariat entdeckt. Ich glaube, 6 Euro habe ich hierfür bezahlt oder so. Ich meine... Dann war ich ja auf der Suche nach neuen Thriller-AutorInnen, weil ja die Kate Burkholder-Reihe, jetzt beziehungsweise bin ich damit durch. Ich habe jetzt ja, wie gesagt, Freida McFadden so ein bisschen für mich entdeckt auf Englisch und habe mir aber davor noch die Reihe von Steve Kavanagh, Zu wenig Zeit zum Sterben, das ist dämlich gefallen, gekauft. Das ist eine Reihe über einen Strafverteidiger. Hört sich sehr spannend an. Und dann habe ich mir noch von Lucy Clark ein Buch gekauft. Und zwar sind das, glaube ich, alles Einzelbände. Ich habe hier The Castaways. Und ich habe halt, wie gesagt, diese Einzelbände hier. Und es ist, glaube ich, wie bei Freida McFadden, so wenn man diese Autorin mag und diesen ja, Stil, wie sie ihre Geschichten aufbaut mag, dann hat man hier, glaube ich, auch relativ viele Bücher, die man gut ja, weglesen kann. Hör mal, schmeiß ich hier mit meinen Büchern um mich. Dann haben wir eine Autorin, von der ich bis jetzt alles, zumindest bis auf dieses Buch hier gelesen habe, was auf Deutsch erschienen ist, und zwar von Beth O'Leary. Up to date, das Buch hatten wir gezogen über meine Instagram Pick My Sub.
Challenge. Ja, ich muss es noch lesen, I know. Wird auch wahrscheinlich mein nächstes Read im haptischen Sinne sein, wenn ich mein jetziges Currently Reading beendet habe. Dann haben wir weitere Thriller, und zwar einmal Angst von Eva Leon Menger. Das habe ich auf der Frankfurter Buchmesse gekauft. Und zwar war das am 22. Oktober mit Signatur. War ganz spannend. Wir wollten uns das Buch eigentlich kaufen, einfach so, weil wir das Vanessa und ich sehr interessant fanden. Und dann irgendwie 2 Sekunden später lief der Autor an uns vorbei, setzte sich hin und startete die Signierstunde. Und dann haben wir uns natürlich das Buch signieren lassen. Und es hört sich so gut an. Dann ein Buch, was so ein bisschen mehr Horror-Aspekte hat. Und das ist offensichtlich ein Buch, was dann wahrscheinlich eher in die spätere und düsterere Jahreszeit passt. Denn es ist November von Thomas Oldehoyfeld. Es ist ein Holländer, ne? Hoyfeld. Das sieht sehr spannend an. Sehr Mystery-Horror. Bisschen gruselig. Also vielleicht so ein schöner, herbstlicher Read. Und dann haben wir noch einmal Kirschblüten und rote Bohnen von Durian Tsukegawa. Das hört sich so toll an. Ein poetischer Japan-Roman steht hinten drauf und ist auch nicht so dick. Und dann ist ein bisschen, ja, es war auch mal so ein, weiß ich nicht, 2,50 preisreduziertes Mängelexemplar in der Grabbelkiste bei Thalia. Aber liebe Leute, ich weiß jetzt schon, dass wenn wieder die nächste Staffel im Mai von Bridgerton losgeht, da geht es ja um Penelope und um Colin, dass ich in einen Regency-Sog falle oder dass mich die Regency-Ära in ihren Bann ziehen wird. Und genau für solche Situationen, man könnte die Bridgerton-Reihe natürlich auch so lesen. Es ist eine andere Geschichte statt Bridgerton eingezogen. Ich glaube ja schon im Sommer letzten Jahres oder so. Und zwar, wie man sich einen Lord angelt. Dämliches Cover, dämlicher Titel. Aber ich glaube, zumindest von dem Klappentext her, ist es nicht so cheesy, wie es hinten drauf steht. Vielleicht ein bisschen. Und hinten steht auch noch drauf, Jane Austen trifft Bridgerton. How can I say no to this? Wieder mehr in die Richtung TikTok, I know. Und zwar einmal von der Autorin von Fourth Wing, und zwar Rebecca Yarros, Things We Leave Unfinished. Ist es so eine Military-Situation? Ja, ich glaube schon, weil es auf 2 Zeitebenen spielt. Bin sehr gespannt. Die Autorin hatte mich ja mit Fourth Wing komplett abgeholt. Bei Iron Flame war ich ja ein bisschen enttäuscht. So. Und dann, ja, dachte ich mir, why not mal eine Love Story auf 2 Zeitebenen von der guten Rebecca versuchen. Deswegen ist das eingezogen. Wir reden jetzt einfach über den Krach draußen drüber. Ist ja nicht so, als hätte ich ein leises Organ. Und dann ist der zweite Teil von R.F. Kuang, und zwar von der guten Rebecca, die auch Yellowface geschrieben hat, im Zeichen der Mohnblume Teil 2. Ich habe übrigens letztens gesehen, dass es den dritten Teil ohne Zahl gibt. Jetzt kann ich mich natürlich entscheiden, möchte ich halt Teil 1 ohne Zahl, Teil 2 mit Zahl hinten auf dem Buchrücken und Teil 3 dann halt auch wieder ohne. Oder ohne, wisst ihr? Egal. Habe den ersten Band sehr gemocht, ist schon etwas brutaler, deswegen da bitte so ein bisschen aufpassen. Und ich glaube, wie gesagt, ich glaube, ich werde von der Autorin echt alles lesen, was die rausbringt, weil mir hat Yellowface gefallen. Mir hat der erste Teil davon sehr gut gefallen. Ich habe ein bisschen Angst, wie es weitergeht, weil eigentlich habe ich auch das Gefühl, ich müsste es relativ zeitnah jetzt weglesen, damit ich wirklich diese, weil es ist schon recht komplex, diese ganze Situation um die Protagonistin nicht alles wieder, ja, vergesse. Und ich denke, auch wenn ich Angst davor habe, werde ich mir auch Babel irgendwann mal zulegen, weil ich will alles, was die gute Rebecca rausbringt, wirklich lesen, weil die ist echt, die ist so schlau, die ist so gut, ihr Gehirn ist so toll, was sie so verknüpft und so. Dann ein neuer Einzug, ihr habt es vielleicht schon auf Instagram mitbekommen, habe ich mir unter anderem von Ellie Hazelwood Bright gekauft. Es ist ja so ein bisschen cheesy und ich finde, der Klappentext hört sich auch ein bisschen cheesy an. Romantasy, Spice, und ich glaube nicht, dass dieses Buch super extrem viel Inhalt, wie gesagt, ich habe es noch nicht gelesen, super extrem viel Inhalt mit sich bringt, sondern einfach wirklich so ein bisschen quirky. Aber ich will mich davon eigentlich nicht irgendwie verunsichern lassen, denn ich habe so viel darüber nachgedacht, dieses Buch zu kaufen. Unter anderem natürlich auch, weil es so gehypt ist. Aber wie gesagt, bei TikTok-Hype-Büchern kaufen wir die Bücher nicht nur wegen dem Hype, sondern wir kaufen sie nur, wenn der Hype zwar da ist, dass er uns das Buch zeigt. Also ist ja gut, dass man durch den Hype-Bücher eben kennenlernt. Aber wenn wir dann uns denken, okay, hört sich wirklich gut an. Kann man verstehen, was ich meine? I guess.
Und als letzten, nicht ganz letzten, aber fast letztes TikTok-Hype-Buch ist bei mir schon länger eingezogen. The Serpent and the Wings of Night. Super viele Vampir-Situationen kommen wieder zurück, oder? Musste man, glaube ich, 10 Jahre vampirlos leben, um die Twilight-Welle erstmal so ein bisschen abklingen zu lassen. Und jetzt kommen sie wieder. Wundervoll. Dann haben wir auch wieder einen Titel von einer japanischen Autorin. Und zwar die Autorin von Brüste und Eier, was ich hier aussortiert habe, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass ich da zu diesem Buch gegriffen hätte. Aber dieses Buch hier, All die Liebenden der Nacht, hat sich so gut angehört und ich war wirklich, wirklich, wirklich sehr interessiert daran. Dann ein Buch, wo, ja, es eigentlich schon ein bisschen lächerlich ist. Und zwar habe ich da mal reingelesen in einem damals Reading-Vlog, habe dieses Buch dann abgebrochen, weil ich irgendwie vielleicht so ein bisschen under pressure mäßig mich nicht auf das Buch einlassen konnte, wollte. Hatte es damals als Hardcover und habe es mir dann nochmal, weil ich das Hardcover dann weggegeben habe, als Paperback gekauft. Und zwar Der Orden des Geheimen Baumes von Samantha Shannon, Teil 1. Auf Deutsch ist das ein Zweiteiler und im Englischen ist es ein dickes Buch. Wahrscheinlich hätte das sonst irgendwie 2000 Seiten gehabt oder so und dann wäre es noch schlechter verkäuflich gewesen. Naja, okay, so viel nicht. Aber ich muss sagen, ich bin sehr gespannt, wie diese Geschichte sein wird. Sie hatte mir damals, ich weiß auch noch genau, obwohl das fast 1,5 oder 2 Jahre, was weiß ich, wie lange das her ist, ich habe die Inhalte, das, was ich von dem, was ich gelesen habe, tatsächlich noch im Kopf. Und es sind Drachen, von daher. Dann haben wir noch einen Thriller, und zwar Der Eisbrecher von Amy McCulloch. Und zwar ist das so ein Eispolarmeer, was hat denn für ein Genre. Es ist ein Südpolarmeer-Thriller sozusagen. Eigentlich dasselbe wie immer. Sie ist auf so einem Eisbrecher unterwegs im Südpolarmeer. Und dann sterben halt die Passagiere auf diesem Schiff und dann können sie halt nicht weg, weil sie halt umgeben sind von der Arktis. Nee, ist Antarktis, ne? Südpolar ist Antarktis, ne? Ja, Antarktis. Hört sich eigentlich so an wie jedes Buch, wo man irgendwie wo ist, wo man nicht weg kann und dann wahrscheinlich von der Außenwelt abgeschnitten ist. Aber maybe it's good. We don't know. I will see. Dann einmal Lonely Castle in the Mirror von Mitsuki Tsujimura. Und ich bin sehr begeistert gewesen, als ich diesen Klappentext gelesen habe, denn es hörte sich für mich extrem nach Ghibli-Vibes an. Das Ganze gibt es auch als Manga. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den Manga, sag ich mal, jetzt auch noch lesen muss, wenn ich das, sag ich mal, den Roman hier habe. Aber ich kann mir, weil es sich halt so fantastisch anhört, richtig gut vorstellen, dass das richtig schön illustriert wird in den Manga. Deswegen, we will see. Und dann von Annika Reich, Männer sterben bei uns nicht. Das habe ich mir, wegen dem Cover ist mir das aufgefallen, das habe ich mir irgendwann mal bestellt. Und es ist, glaube ich, so ein bisschen feministisch sogar. Ich glaube schon, ne? 3 Stück noch, ihr Mäuse, und dann sind wir durch. Und zwar haben wir, dass ich auch schon ewig hier liegen habe, weil ich mich ein bisschen von der, ja, vielleicht auch Dicke des Ganzen einschüchtern lasse. Und zwar Die Stadt aus Messing von S.A. Chakraborty. Falsch ausgesprochen wahrscheinlich. Ist so ein Setting in, glaube ich, so ein bisschen arabisch. Ich glaube, arabisches Setting so ein bisschen soll es sein. Sieht unfassbar schön aus. Die nächsten Bände sind noch schöner. Hab ein bisschen Angst, wie gesagt, weil es so dick ist. Aber es hat sich so gut angehört. Ich habe da eigentlich mal wieder so ein Fantasy-Schinken. Aber dann denke ich mir wieder so, was soll besser sein als Throne of Glass, liebe Leute. Und dann habe ich ein Buch von einer Autorin hier, wo ich das erste Werk sehr gut fand. Ich habe es, glaube ich, letztes Jahr im Januar gelesen, den ersten. Das ist nicht der erste Teil, aber die erste Geschichte der Autorin auf Deutsch. Und zwar ist es von Silvia Moreno García, die Tochter des Dr. Moreau. Eine sehr spannend klingende Geschichte. Ich habe auch gelesen, dass Geister oder Ghost Stories irgendwie so von der Autorin rausgekommen ist. Ich hätte es mir auch fast gekauft, aber Leute, das hat einen komplett schwarzen Farbschnitt. Und wenn man Farbschnitt macht, unbedingt, ich finde ja auch mittlerweile Farbschnitte echt overrated, aber wenn man einen Farbschnitt macht, dann mach ihn doch bitte cool, weil dieses Schwarz war so ungleichmäßig auf dem Farbschnitt, dass ich echt mir dachte, was ist das denn für ein Mist? Also dieses Buch, also das andere Buch von der Autorin werde ich mir auf jeden Fall kaufen, aber nicht mit Farbschnitt, weil der ist ja so schlecht, oh mein Gott. Aber das ist gut. Um direkt mal die Überleitung zu schlechten Farbschnitten zu machen, why? Why is it purpula? Und dann auch noch so dumm. Also keine Ahnung, was weiß ich. Also egal, der dritte Teil von Crescent City ist bei mir eingezogen. Bei mir und Sarah J. Maas Büchern ist es immer so, ich muss mich da mental drauf vorbereiten, die dann irgendwann mal auch zu lesen. Weil ich habe jetzt, also ich habe glaube ich Crescent City 2 zu Hause gehabt und habe dann
glaube ich, 1,5 Jahre lang mich mental darauf vorbereitet, dieses Buch zu lesen und ist dann innerhalb von, glaube ich, 5 Tagen weggeballert. Also das ist so bei mir. Ich weiß nicht warum, aber die Frau macht mich fertig. Und das ist der letzte, ja, ist das der letzte Teil von Crescent City? I don't know. Ich meine, die Leute, die wissen, aber es ist der letzte. Naja, egal. Das ist auf jeden Fall das letzte Buch, was ich euch heute von meinem Sub her zeige. Und ja. Ich bin so happy, ich liebe sie komplett, diese ganzen Bücher auf meinem Sub, und ich bin auch wirklich, wirklich, wirklich glücklich jetzt mit meiner Sub-Anzahl und habe, Stand jetzt, überlege ich mal ganz kurz, habe ich noch ein Buch, was ich aktuell irgendwie spannend finde? Ich glaube, erstmal nicht. Das heißt, diese ganzen Bücher werden jetzt nach und nach gelesen und ich hoffe so sehr, dass ich irgendwann mal wieder zu dem Punkt komme. Ich weiß, das ist total blöd eigentlich, aber Leute, diese, wie ich es früher mit 15 hatte, ja, da hatte ich offensichtlich keine 70, jetzt in dem Fall 38 Bücher auf dem Sub. Ich habe dann einfach 2 Bücher gekauft, die 2 Bücher gelesen und dann mir 2 neue Bücher gekauft. So ist eigentlich auch eine gesunde Art zu lesen, oder? Wobei, ist eigentlich wurscht. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr zu den gezeigten Büchern ja zu sagen habt. Möchtet ihr sie auch noch lesen? Habt ihr sie auch noch auf dem Sub? Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen, Mittag, Nacht. Wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, kommentiert gerne diesen Emoji. Und ich freue mich auf das nächste Video mit euch. Und schreibt fleißig in die Kommentare. Und tschüss.